So, dies ist Teil 2 des Videos, wie ihr euer Handy aufsetzt. Und als erstes starten wir eben mit der Installation von F-Droid. F-Droid ist ein Applikationsstore, so wie Google Play, wo ihr dann die meisten Anwendungen runterladen könnt. Und der mitinstallierte Browser hier auf dem Handy bei LineageOS findet ihr das vierte Symbol von rechts. Also ich zeige nochmal dieses blaue Symbol. Das klicke ich jetzt mal. Lustigerweise geht da eben direkt Google auf und da gebt ihr einmal ein F-Droid.fm und dann seht ihr auch hier erhaltet ihr eben die Beschreibung, was ist F-Droid. Ich mache das Ganze gerade mal ein bisschen größer. Hier gibt es einen Button, der heißt F-Droid herunterladen. Und wie es immer so lustig ist, wenn man gerade Videos macht, funktioniert der Link eben nicht. Das macht aber nichts, wenn das zu dem Zeitpunkt so ist. Wenn ihr das Video anschaut, könnt ihr hier unten auch einfach nochmal eingeben in der Suche F-Droid. Macht Suchen. Und dann gibt es hier eben dieses Icon F-Droid. Auch da gibt es wieder den großen Installationsbutton, den hier, der dann dazu führt, dass ihr wieder eine Fehlermeldung bekommt. Das heißt, diesen nicht benutzen, sondern immer weiter runterscrollen. Und irgendwann seht ihr hier unten einen Link, der heißt APK herunterladen. Da klicke ich jetzt mal drauf. Und jetzt müssen wir eben sagen, dass der Browser das auch darf und sagen herunterladen. Und jetzt wird das Package. Das Paket heruntergeladen. Wenn ihr hier vom Bildschirm von oben nach unten scrollt, dann seht ihr eben auch, dass das jetzt schon abgeschlossen ist bei mir. Das heißt, einfach von den Bildschirmen von oben nach unten ziehen. Die iOS benutzen, kennen das eben nicht so. Deshalb zeige ich es nochmal. Alle anderen Android-User wissen das schon. Und jetzt kommt hier eine Fehlermeldung, die eben heißt, ich dürfte das nicht verwenden. Und jetzt muss ich gerade noch mal gucken, dass ich den, was sind denn die Downloads? Und ich klicke einfach noch mal drauf. Dann habe ich es noch mal und sehe es hier eben noch mal. Und wenn ich da jetzt draufklicke, kommt hier eben aus Sicherheitsgründen, darf man da nichts installieren. Da geht man auf Einstellungen, sagt einfach dieser Quelle Vertrauen. Ich zeige das auch nochmal in größer. Das heißt, dieser Quelle Vertrauen aufmachen, dann zurückgehen. Und jetzt sehe ich auch eine Frage, ob ich diese App installieren möchte. Da klicke ich auf Installieren. Da steht jetzt, App wurde installiert. Wir klicken auf Öffnen. Und jetzt wird eben erstmal die Software aktualisiert. Die ganzen Pakete werden heruntergeladen. Das dauert ein bisschen und damit habt ihr jetzt eben auch schon F-Droid installiert und das ist auch schon das Ende dieses Videos. Weiter geht's dann in Teil 3 mit den Grundlagen bzw. mit AGS und OSM and Plus. Viel Spaß dabei!